Der Kleriker-König von Ailes hegte ein Verlangen nach Schmerzen. Verbotenen Schmerzen. In einer politisch weniger bedeutsamen Rolle würde man ein solches Verhalten als unklug erachten. Aber bei einem Monarchen seiner Größe hätte die Befriedigung dieses Verlangens die Integrität des göttlichen Thrones selbst gefährdet. Also wandte er sich an die Dämonologen in seinen Verließen und versprach demjenigen die Freiheit, der es schaffen würde, einen Succubus der Folter zu beschwören, der nur ihm allein diente. Sein Wunsch manifestierte sich in Akasha, einer Kreatur, die ihn mit derart köstlicher Pein zu quälen wusste, dass er sie seine geheime Königin nannte. Schon bald konnte er sich nicht mehr von der anziehenden Wirkung ihrer Quälereien lösen. Sein Verlangen nach den Genüssen, die nur sie ihm geben konnte, ließ ihn schließlich all seine Pflichten vergessen. Zwar konnte ihn die Königin des Schmerzes an den Rand des Todes treiben, ein Runenzauber aber hielt sie davon ab, ihn zu töten. Letztlich führte die Vernachlässigung der königlichen Pflichten zu einem Aufstand des Volkes. Man schleifte ihn aus seinem Gemach und stieß ihn vom Beschwörerturm. Im Moment seines Todes erlosch der Bann, unter dem die Königin des Schmerzes gestanden hatte. Sie war nun frei, frei, jeden mit ihren Qualen zu belegen, dem sie Beachtung schenkte. Ich liebe es, wenn du widerstehst.